Ich würde das Spiel gegen Australien gern wiederholen. Das Internet vergisst nie. Das wird lange in Erinnerung bleiben. Mir war das peinlich. Ich war dabei, als Australien uns 30 oder 31 zu 0 geschlagen hat. Ich glaube, es war 30. Die Jungs haben wirklich Herz. Klar, sie sind keine Profis, aber sie haben Mumm. Wir bleiben Underdogs, bis wir das Gegenteil beweisen. Die brauchten 9 Tore. Ihr habt ihnen nur 8 gegeben. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe mit George Best und Johan Cruyff gespielt und MLS-Teams trainiert. Thomas ist ein sehr guter Profitrainer. Go, pressure, Fatala! Go, buddy! Er ist streng. Du spielst dich gerade aus der Mannschaft raus. Du bist mental nicht fit. Das macht dich zum Risiko. Als er ankam, ist man nur schwer mit Thomas zurechtgekommen. Ihr wollt doch ein Siegerteam. Dann mischt euch nicht ein. Ich sagte, wenn es dir nicht passt, fahr nach Hause. Ich habe einen Mann, der sich als Frau fühlt. Und der Torhüter stand auch bei dem 31 zu 0 im Tor. Das Team trägt nach. Alright, here we go! Rote Karte! Fußball ist ein Synonym fürs Big Business geworden. Und das will ich hier nicht. Diese Jungs lieben das Spiel. Sie kriegen nichts dafür. Ich will mein Land repräsentieren. Ich bin für dieses tolle Spiel hier. Ich versuche mich zu entwickeln. Wir sind ein anderes Team. Ich will ein Spiel gewinnen. Dann sterbe ich glücklich. Ihr spielt bei einer WM-Qualifikation, das größte Sportereignis der Welt. Und ihr seid dabei. Wow, das ist cool. Amerikanisch Samoa zeigt mir, dass ihr kämpft und ich zeige euch, wie man gewinnt. Los! Toll, Leute. Ich mache mir echt in die Hose.